Hallo, liebe Freunde des Spurgeblocks. Wie ihr vielleicht am Vorspann erraten habt, soll es heute um KS-Signale gehen. Franz Becker aus Fürstenau bietet das im Video gesehene Kombinationssignal in Kleinserie an. KS-Signale werden seit 1993 bei der Deutschen Bahn eingesetzt. Auch die HSP setzt heute KS-Signale ein. Da die KS-Signale aber sukzessiv eingeführt wurden bzw. werden, kann auch der Modellbahner gegebenenfalls alte und neue Signale kombinieren. Jetzt möchte ich euch aber einige Nahaufnahmen des HP0, KS1, KS2 Signals von Franz Becker zeigen. Wie ihr gesehen habt, war mein Muster mit einem Z3-Schild und einem Mastschild ausgerüstet. Die rot-grün-gelben LEDs haben einen Durchmesser von 8 mm und die anderen LEDs von 5 mm. Das Signal ist aus Messing gefertigt und entsprechend lackiert. Im Notfall lassen sich sowohl die LEDs als auch die Vorwiderstände, die im schwarzen Kasten versteckt sind, tauschen. Dank der farbigen Kodierung der Anschlussleitungen lässt sich das Signal schnell anschließen. Der gemeinsame Rückleiter ist blau markiert. Selbstverständlich lassen sich die KS-Signale von Heinz Becker sowohl analog als auch digital betreiben. Wenn man aber mehr als ein HP0-Signal anschließen möchte, ist der analoge Verkabelungsaufwand sehr hoch. Günstiger ist es dann, ein Signaldecoder einzusetzen, wie ihn zum Beispiel Q-Decoder anbietet. In einem meiner nächsten Videos zeige ich euch, wie man das KS-Signal von Franz Becker mit dem Signaldecoder von Q-Decoder betreiben kann. Ein Blick auf die Homepage von Franz Becker zeigt, wie viele Varianten er mittlerweile von den KS-Signalen anbietet. Nicht nur für die Freunde des Harzes bietet er ein Überwachungssignal für eine Rückfallweiche und ein Rangiersignal an. Für alle, die eine moderne Deutsche Bahn als Vorbild haben, sind die KS-Signale von Franz Becker geeignet. Als Kleinserienhersteller bietet Franz Becker seinen Kunden sogar die Möglichkeit, individuelle Anpassungen vorzunehmen. Es lohnt sich bei Sonderwünschen, also eine E-Mail zu schreiben. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns bald wieder auf www.spurgeblog.de. Bis dann!